Haben sie direkt bei Borderlands. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Wenn ich ehrlich bin. Oh scheiße, ich muss den Zettel noch abschicken. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Was sei vorsichtig damit. Muss? Hm? Endlich mal deine Adresse ändern. Seit Ende. Oh, ja, auch. Oh. Stimmt, da sagst du was. Jedes Mal kriege ich deine Post. Wo sind wir denn hier? Du bist mit meinem Postunternehmen. Ah, das kriege ich wieder hin. Da bezahl mich. Versuch nicht zu sterben. Dass ich deine Post entgegennehme. Wo sind wir denn hier? Ich bin bereit. So mit deinen Nebenmissionen hier. Ich weiß nicht, ob das eine Nebenmission ist. Ich aber. Der verlorene Schatz ist eine Nebenmission? Was stimmt denn dein Charakter so? Ja, ich kann das nur wagen, während er brennt. Unerhört. Ja, finde ich sehr schrecklich. Es ist schon sehr anzüglich. Ach, da geht ja richtig okay. Hä? Ja. Einfach erschießen. Schade, dass es keinen Tiefenschuss gibt. Warum willst du mich erschießen? So, so? Aha. Und so ist aber nicht. Ich meine, wir hatten die Quest schon fertig. Nein. Wenigstens ist die Mucke gut. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Steht doch recht. Ja dann. Die Frage ist, von welcher Bagger? Wir hatten den Bagger schon mal. Oh. Hatten wir nicht. Mein Wohl. Ich hab die Quest gemacht, während du abfährst. Nein, hatten wir nicht. Achso, ich bin tot. Nein, zwei. Der war hier unten irgendwo, der Bagger. Aber
Eine Sache habe ich gefunden. Übrigens, ich muss irgendwann demnächst mal wieder auf einer Runde die 14 spielen. Willst du diesmal bitte, du hast wieder keine Lust? Ich könnte es versuchen. Also Level 20, dann hast du wieder was. Okay. Oh. Ich glaube, ein neues DLC raus. Nicht, kommt das nicht immer? Nicht Tod durch Robert! Geöffnet. Wir müssen irgendwie in die Mitte kommen. Wir müssen den Schatten des Baggers finden. Warum sollen wir in die Mitte kommen? Schatten des Baggers? Oh. Nur Radlader. Altes Glas. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee.
genau, hier ist die Tür aufgegangen. Da ist der Bagger reingefahren. Scheiße. Der hat einfach keinen Bagger. Jetzt sind wir wieder hier draußen. Im Schatten des Baggers. Was soll denn bedeuten im Schatten des Baggers? Dass der Bagger einen Schatten hat. Klar hat ein Bagger einen Schatten, wenn da die Sonne drauf scheint, aber hier steht nirgendwo einer. Oder wird hier Bagger als was anderes definiert als das, was ich sehe? Keine Ahnung. Du bist ein Gabelstapler. Hast du schon mal einen Gabelstapler gesehen? Das sieht eher aus wie ein Transporter. Ja, nirgends von. Guck nach oben. Ja, in so einem wo ist das? Müsste hier vorne sein. Da ist er doch. Oh Gott, ey, war das behindert? Du bist behindert! War das behindert? Das ist doch kein das ist doch kein Bagger, ey! Doch ist es. Nein, ist es nicht. Doch? Ist doch kein Bagger! Google mal, was ein Bagger ist. Das ist kein Bagger. Google mal, was ein Bagger ist. Das ist kein Bagger. Ich weiß, was ein Bagger ist. Ich bin Bagger gefahren. Das ist kein Bagger.
Es gibt unterschiedliche Arten davon, du nutzt. Es gibt auch unterschiedliche Arten von Schlafern. Nein, das hab ich genossen. Und jetzt? Du schaffst jetzt Zugang zum Obergeschoss in der Anlage. Zeit für Roboter-Action! Ich weiß zwar nicht wie, aber... Ah. Dieser Aufzug. Wie kommst du denn da drauf? Weiß ich nicht. Sagen wir die leuchtenden, blinkenden Dinger. Was ein bescheuerter Scheiß. Dass ich Black den Massenmörder bei mir bei habe. Oh, in Borderlands 3 wird das nicht mehr funktionieren, falls man selber maskiert. Was? In Borderlands 3 wird das nicht mehr funktionieren, falls man maskiert. Ja, ich weiß. Übrigens, von PlayStation Network oder von Half Minute, die Leute sind da, vielleicht ja. Ich verstehe gerade nichts. Die vom Final Fantasy sind da, Fächer. Hm. Ah, yeah. Bohne. Yep. Du musst das, wenn du das Final Fantasy 7 Remake hast auf PlayStation 5, ne? Mhm. Bekommst du eine zusätzliche Beschwörermaterie. Wenn du aber das Final Fantasy Integrate hast, kriegst du noch eine. Heißt, ich müsste mir das DLC extra noch holen, damit ich noch eine Materie mehr kriege. Ich hab das DLC. Vielleicht ist ja schon 5. Ach, scheiße. Heißt, ich müsste mir das extra noch holen, damit ich da zwei Sachen kriegen würde, weil es auch noch Zeit ist. Naja, das ja. DLC kostet 10 Euro. Das kommt aber sowieso erst Ende November raus. Was, das DLC? Nein, das Spiel. Ach so. Nee, ist verschoben worden. Auf Februar. Was hab ich gerade gesagt? Ja. Was hab ich gerade gesagt? Weiß ich nicht. 29. Februar kommt das. Naja, ich sag ja verschoben. Was hab ich denn gesagt? Du hast gerade Ende Dezember gesagt. Hab ich? Ja. Wie sicher bist du dir? Ganz sicher. Du hast erst Ende Februar gesagt und dann hast du Ende Dezember gesagt. Hä? Hm? Du hast es beim zweiten Mal hast du Ende Dezember gesagt. Und so schnell wohin? Ich bin zu müde für heute. Ich musste arbeiten, das war zu anstrengend. Oh. Nein, du Sacke. Du alter Blöder. Ja, Knob. Oi. Hier sollten wir gar nicht hin, weg. Ich weiß, ich hätte Lust dazu. Hey. Ich glaube, du kommst hier nicht mehr. Ich glaube, du kommst hier nicht mehr. Wenn ihr einen besten Freund habt, steigt nie bei eurem besten Freund im Auto ein. Vor allen Dingen nicht, wenn er so fährt wie er hier. Wenn ihr eine Kröte habt, ignoriert sie. Ja gut, dass ich die einzige Kröte bin. Warum greifen die denn jetzt uns an? Vielleicht, wenn wir deren Angehörigen getötet haben? Glaube ich. Das ist jetzt immer noch eine Nebenmission. Ja, ich wollte die auch noch wegmachen. Ach, hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Und da bist du ohne mich gelaufen. Da will man einmal Errungenschaften jagen und dann will sie weiter aufnehmen. Du musst doch hier auch Errungenschaften jagen, oder nicht? Nein.
Das hier ist eine Lebenssache. Errungenschaften, ja, bis sowas wie Lord of Tod durch Robert! Ja, ich muss bei mir Lies of P wenigstens noch bis zu einer runter alle Errungenschaften kriegen. Ja! Ich hab sie alle. Ich nicht. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass die Mutter diesen kleinen Skag verlassen haben muss? Sie hat ihn wohl wiedergefunden. Ich hab gehört, Skag, deinen kleinen Skag, hey, hast du erfolgreich gerettet, Mann. Alle mit Namen versehene Orte in Sanctuary, Opportunity und Links gefunden. So. Hey, ich hab keine Ahnung. Ist das cool. Au. War doch ganz easy. Ich lasse dich das nächste Mal allein kämpfen. Nein, das hit nicht. So, jetzt geben wir die ab, dann machen wir die Hauptquest. Und wir machen erst. Du hast die doch gerade abgegeben, du Hirn. Die anderen. Nenn mich nicht hier tote Alte. Da oben ist eine Uhr. Ich wollte die erst abgeben. Rosa. Immer schön locker bleiben, ja? Der Winter kommt. Immer schön wach bleiben, hast du es bei mir. Trink einen Kaffee. Kaffee. Der Auserwählte. Hast du eine Kaffeemaschine? Findest du nirgendwo. Nein. Dafür habe ich gesorgt. Trinkst du Kaffee? Cappuccino. Echt jetzt? Ich stehe auf süße Sachen. Cappuccino ist aber nicht süß. Cappuccino ist doch nicht süß. Bist du widerlich? Boah, bist du widerlich. Ja, wenn man da zu viel, wenn man da, weiß ich nicht. Dein Gesicht ist widerlich, halt zum Maul. Alter, wenn du da ein bisschen Kaffee reinkippst und mehr Milch, dann hast du einen süßen Kaffee, aber sonst hast du ja nur... Kaffee in jeglicher Form ist eklig. Eiskaffee ist... alles eklig. Hallo. Du bist eklig. Ich. Dann bin ich halt eklig. Ich mag halt einfach keinen Kaffee. Wie kann man das trinken? Ich esse auch Kaffeebonbons. Was ist das denn? Du bist echt widerlich. Ich kaufe die extra wieder auf Kiefer, um sie dir den Namen zu halten. Du bist so widerlich. Wie kann man... Nee. Doch! Nee! Extra Kaffeebonbons. Die schenke ich dir zu Weihnachten. Und Geschenke darfst du nicht wegwerfen. Also viel Spaß. Ich schick nicht hier. Rollo kann nicht essen. Ach, du gibst also meine Geschenke dann einfach weiter. Was für ein undankbares Spielstück. Ich schwöre dir, dann schenke ich dir was, das du auch nicht wegtun darfst. Ein Stück Scheiße? Nein, mir fällt da schon sogar was ein. Aha, und was? Das werde ich hier jetzt nicht bequatschen. Sag mal so, ist zu meiner Erheiterung, nicht zu deiner. Ein Hirn? Halt die Klappe. Kaffeebonbons sind doch eklig. Sahnekaffee, Eiskaffee, Cappuccino, Espresso. Ich hab so ein Mimimi, boah, das ist ganz seltsam. Ekelig, allesamt. Du bist eklig. Ekelig. Steig ein. Warum hast du eigentlich schon wieder eine Nebenmission? Warum?
Nutzlos ist er auch noch. Iridium Blade, what? Light. Okay, hier sind auch noch Quests. Oh nein! Ich werde dich dafür bezahlen, dass du dich umbringst. Ich habe schon den perfekten Ort für dich ausgesucht. Du willst nicht? Das ist okay. Rufst du die Hyperion Selbstmordpräventionshotline an, kriegst du gar nichts. Willst du aber eine saftige Belohnung kassieren? Spring von dieser Klippe und unterwirf dich mir. Hast du Zeit? Was ist denn das für eine Frage? Sag mal, hast du die Errungenschaft gerade auch gekriegt? Hallo! Ich will dich nicht töten, was ja eigenartig ist. Ich brauche deine... Hallo! Ich bin ein Roboter und das gefällt mir nicht. Würdest du mir helfen, ein Mensch zu werden? Ja? Ich trage keine Kleidung, aber Menschen tragen eine Menge Kleidung. Könntest du mir die Sachen von den Banditen in der Nähe besorgen? Ich werde so viel Kleidung tragen, dass ich der beste Mensch aller Zeiten bin. Ich will ja nichts sagen, aber ich kann die Quest nicht... Ich kann sagen, ich kann die Quest nicht ändern. Als Mensch werde ich Zweisamkeit suchen, wenn ich einsam bin. Aber die Einsamkeit ersehnen, wenn ich dann einen Partner habe. Alter. Eindringlinge registriert. Sperre Zugang zur Infostockade. Verdammt! Jack will nicht, dass wir ihm zu nahe kommen. Rick, hast du einen Plan, wie wir zur Infostockade kommen? Alles hochjagen! Das ist mein Plan! Auf nach Sawtooth Cauldron! Meine Jungs können den Zugang zur Stockade freisprengen. Aber dazu brauchen sie mehr Feuerkraft. Du musst ein paar Sprengladungen für sie klauen. Hätte auch einfach so schön, um wahr zu sein können. Ui, jo. Hat doch wunderbar funktioniert. Die Brücke nehmen sollen, oder? Was? Um dahin zu kommen, wo die Sawtooth-Banditen ihre Bomben lagern, musst du durch die Guano-Grotte. Du musst dich durch jede Menge Sawtooth-Kerle durchkämpfen. Aber hey, sonst wird's ja keinen Spaß machen, oder? Hey, ich hab zwei neue Skins. Meine Slabs kämpfen seit Jahren gegen die Sawtooth.
Diese Bastarde haben Dutzende Kammerjäger an Jack ausgeliefert, wenn die Kohle nur stimmte. Töte sie alle! Du musst ein paar Y-94 Odomo-Sprengsätze klauen, wenn du in die Stockwerke rein und den Krieger finden willst. Der Lift bringt dich dahin, wo sie sie aufbewahren. Zunächst mal, Girl. Aua.